So Leute, willkommen zurück zu Dragon Ball Z Kakarot. Wir befinden uns jetzt mit Vegeta im Training. Der aus irgendeinem Grund immer noch keinen Super Vegeta kann. Achso, Moment, der kann ja noch kann. Oh. Ja, ich dränge es zurück natürlich. Der Final Flash besiegt das Galeko. Das war übrigens der Unendlichkeitsbreaker, was ich hier gerade mache. So, komm. Wir müssen theoretisch zwei von denen besiegen, um es leicht zu haben. Oh Gott. Wie habe ich denn eben... Moment. Was war das? Okay, ich kann Ki aufladen und damit einen Energiestoß machen. Das wusste ich noch nicht. So. Hier, das lädt mich auf und stößt den Gegner zurück. Das ist ja cool. Seht ihr mal, jeden Tag etwas Neues lernen. Aber wir haben ihn fast. Und wir haben nur etwas mehr als eine Lebensleiste verloren. So, komm. Machen wir hier Power-Transformation. Ich glaube, ich werde mal große Drinks sein. So, schön hier erstmal verdreschen. Nö, das lässt so schön bleiben. Ja, aber beide trifft es leichter. Immer schön das Ki aufladen. Verdammt, ich habe gedacht, ich kann ihn vielleicht da irgendwie zurückdrängen, aber kann ich offenbar nicht. Okay, benutze ich halt noch ein paar Ms. Ich meine, ich kann ja das hier machen, das ist ja viel besser. Einfach im Angriff Kila. So, jetzt muss ich aber doch noch ein bisschen hier nachpumpen, was Leben angeht. So, jetzt reicht's mir aber mal langsam mit dir. So, komm. Jetzt beiß doch endlich mal ins Gras.
Wir haben nicht mehr so viele von diesen kleinen Heilungen. Dann muss ich irgendwann an die großen gehen. Oh, da bin ich aber auch direkt reingeflogen. Theoretisch, man müsste ihn bloß in so einer Schleife von Treffern halten, dass er schön betäubt wird. Aber theoretisch ist er ja harmlos. Also solange man gute Angriffe hat, ist er harmlos. So. Ah, mein kleiner Vegeta. Verdammt, hat nicht lang genug gehalten. Okay, alle besiegt. Perfekt. Irgendwie will ich da mal kurz runter. Will nicht unbedingt hier angeln, was sich hier befindet. Aber ich will mir zumindest den Teich mal genauer angucken. Ha. Ich hätte darauf gewettet, dass hier irgendwas ist, wenn das schon so aussieht. Aber gut. Moment, hier bin ich falsch, muss er jetzt wieder runter. So. Ja, Rasten brauchen wir eigentlich nicht, weil Vegeta ist ja sowieso nur Supporter. Von daher passt das eigentlich. Dann gehen wir einfach ins Schiff. Oder? Nebenquests haben wir keine, ne? Ne. Könnte theoretisch noch ein paar magische Bohnen abholen. Wo sind wir denn hier? Das ist ja ein irgendwie total unauffälliger Raum. Passt gut auf, wir wissen nicht, was für Fallen sie uns gestellt haben. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ist es ganz schön komisch, dass sie euch drei gar nicht angegriffen haben. Tut mir leid, aber herumsitzen und nichts tun liegt uns einfach nicht. Lord Babidi ist auf der untersten Ebene dieses Schiffs. Wenn ihr auch weiter nach unten wollt, müsst ihr es mit mir aufnehmen. Ihr werdet also alle hier sterben, mohaha. Seid ihr da mal nicht so sicher? Also, wer möchte zuerst? Schere, Stein, Papier wäre doch fair. Na schön. Okay, auf geht's. Oh Mann. Na schön, ich bin wohl als erster dran. Willst du wirklich alleine gegen ihn kämpfen? Natürlich, mit diesem Wurm komme ich mehr als klar. Du bist noch dümmer, als du aussiehst, weißt du das? Wie ich schon gesagt habe, kommt ihr hier nicht weiter. Wenn du hier Schaden erleidest, wird der in Energie umgewandelt und vom Raum absorbiert. Und dann direkt zum Ball geschickt, in dem Majin Buu eingeschlossen ist. Gut zu wissen, das heißt, wenn ich dich jetzt sofort wegpuste, wird keine Energie absorbiert. Das stimmt, schade nur, dass das nicht passieren wird. Genug geredet, bringen wir die Sache schnell hinter uns. Zeig mir, was du kannst. Oh nein. Du darfst mein Schiff nicht beschädigen. Hey, was zum... Was ist passiert? Wo sind wir?
Babidi hat den Raum mit seiner Magie geändert, wahrscheinlich zugunsten seines Handlangers. Na und? Jetzt hätte ich Vegeta vielleicht doch heilen sollen. Habe ich gar nicht dran gedacht, dass die ja hier einzeln kämpfen. Hatte sich Vegeta eigentlich hier verwandelt? Vielleicht soll ich es tun. Ja, das stimmt. Für Vegeta ist eine 10-mal höhere Schwerkraft maximal Aufwärmübung, wenn überhaupt. Wahrscheinlich nicht mal Aufwärmübung. So, Level up, jetzt ist Vegeta auch wieder in Ordnung. Dieser verfluchte Babidi hat keine stärkeren Schergen. Hey, guck mal, da hat sich ein Loch im Boden geöffnet. Sieht wie eine Art Aufzug aus. Wie ist das möglich? Ja, Majin Buu wurde ja hier auf der Erde versteckt. Hey, was ist denn jetzt los? Dieser Raum sieht genau wie der letzte aus. Boah. Dieser Typ sieht ziemlich langsam aus. Das ist Yakon. Höllenbiest Yakon. Ja, die Zeit knapp ist, transportiere ich dich auf deine geliebte Heimatwelt der Dunkelheit in eine stockfinstere Umgebung. Und mir da bitte auch genügend Energie. Nö, und wen werde ich denn zuerst fressen? Kämpfst gegen mich. Wie war das? Der hat ihn doch mit einem Kamehameha abgeschossen. Und, dann hat er ihn ja so überlastet, dass er einfach geplatzt ist. Machen nicht so viel Schaden, oh, wie ich gerne würde. Ups. Schöne Schläge, die er da hat. Reichen tun die leider bei weitem nicht. Mein Gott, ist das ein nervendes Sackgesicht. Fuck, das war ein Defense Breaker. Langsam reicht's mir mit dir. So. Einfach gesprengt. Der hat ja Energie gefressen. Oh, jetzt aber auch 67 mit Goku. Das hängt ja gar nicht so weit hinten dran. Puh. Wenn sie nicht mehr zu bieten haben, muss dieser Majin Buu ja ein totaler Schwächling sein. Was in aller Welt sind denn diese Leute?
Ich weiß, was da zu tun ist. Ich werde mich persönlich um diese Eindringlinge kümmern. Und so müsste mehr als genug Energie für Majin Buu zusammenkriegen. Aber Dabra, sollte ich dich verlieren, habe ich keine Abwehr mehr gegen sie. Hast du wirklich eine Chance? Eine Chance? Ich bin Dabra, König des Dämonenreichs. Niemand in diesem Universum hat die Macht, mich zu besiegen. Das behauptest auch nur du. Ich würde aber sagen, an der Stelle pausieren wir. Ihr lasst mir in den Kommentaren einen Daumen nach oben und beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dann, euer Wolf.